Zum 10. Mal feierte Magdeburg den Christopher Street Day. Wobei der Name eigentlich gar nicht mehr passt, denn es war nicht nur ein Tag, sondern die Veranstaltungen zogen sich über eine ganze Woche. Alles begann mit einem, sagen wir mal, historischen Moment. Zum ersten Mal wurde nämlich am Rathaus die Regenbogenfahne als Symbol der homosexuellen Bürgerrechtsbewegung für Vielfalt und Toleranz aufgezogen. Stadtratsvorsitzende Beate Wippenhorst, SPD, und ihr Stellvertreter Andreas Schumann, CDU, vollzogen den symbolischen Akt. Damit erwies die Stadt dem Anliegen erstmals offiziell ihren Respekt. Im Vorjahr hatte eine Ratsmehrheit das Hissen der Flagge noch abgelehnt. OB Lutz Trümpe lehnte es allerdings auch in diesem Jahr ab, die Schirmherrschaft über den CSD zu übernehmen. Einige Tage später hatte die Fraktion SPD Tierschutzpartei Future, Vertreter des Lesben- und Schwulenverbands Deutschlands und der Organisatoren der CSD-Woche zu einem Treffen ins Rathaus eingeladen. Auf Vorschlag der Gleichstellungsbeauftragten Heike Ponitka wurde dabei die weitere Zusammenarbeit und die Bildung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit dem Bildungs- und dem Gleichstellungsausschuss verabredet. Außerdem soll das Hissen der Regenbogenfahne im nächsten Jahr mit einer öffentlichen Veranstaltung im Rathaus verbunden werden.